Willkommen zurück bei Ni no Kuni, liebe Freunde, wo wir ja heute mal versuchen werden, das Rätsel von Horatio zu lösen. Ja, genau, und Lesen hatte damit eigentlich auch eine ziemlich große Rolle, oder hatte eine ziemlich große Rolle gespielt. Bin schon ganz verwirrt, hab nämlich so viel Texte hier gelesen, dass mein Gehirn fast explodiert ist. Ja, und zwar musste man hier in diesem magischen Begleiter, um das Rätsel lösen zu können, im Kapitel 6 12 fantastische Geschichten, die unser Leben verändern werden, lesen. Ja, und das habe ich natürlich auch gemacht, und zwar die erste Geschichte. Habe ich ja schon angefangen, der furchtsame Prinz, aber das hat gar nicht geendet. Das war ja nur im Endeffekt der erste Absatz. Das ging nämlich mit noch den zwei Drachen weiter. Und man musste sogar umblättern. Ja, sowas kann man in einem Buch. Ja, und das ging sogar dann auch noch weiter. Ja, bis da hinten. Und ich habe das da alles gelesen und bin zu der Erkenntnis gekommen, nachdem der König im Bauch des Drachen dann vom größten Drachen aus dem Osten gefressen wurde, dass der tatsächlich mittelste oder drittkleinste, was ja glaube ich gefordert war, der andere Drache war, der Drache aus dem Westen. Und das werde ich jetzt einfach mal probieren, hier einzugeben. Ach, ich muss den ja wieder mit meinem Zaubermedium erstmal zum Sprechen bringen, hier diesen Wicht. Wo habe ich denn Medium? Da. So, schnack mal mit mir. Ja, mach mal. So, es kommen einige Figuren in der Geschichte vor. Kannst du dich an alle erinnern? Sag mir, wer vom Prinzen, vom Löwenkönig, vom Drachen des Ostens und vom Drachen des Westens war der drittkleinste? Es war der... wollen wir das... Oh, ich hasse so zu schreiben. Drache... So, wo haben wir denn das H? Da, Drache... Leerzeichen haben wir wo? Da unten. Drache. Des. Wo ist denn das S? Da. Des. Groß. Was ist das denn? Wieder groß schreiben. Da. So. W und wieder klein. Wes. Wo haben wir das T? Da. T. N. Da ist das N. Westens. So, jetzt drücke ich mal Start. Und ich habe richtig geraten. Ole! Alter Schwede. Ja, wie gesagt, da sind auch nur 20 Minuten Textlesezeit draufgegangen. Und überlegen und aufschreiben und raussuchen, wer wo wie groß ist. Tolle Rätsel. Ja, wie gesagt, auch hier nochmal angemerkt, wer tatsächlich die CE hat mit dem Hardprint des Buches, wo das wahrscheinlich dann tatsächlich in Seitenform ist, wird das während des Spiels wesentlich leichter lösen können als Leute, die diese CE nicht haben. Ich hätte sie ja gerne gekauft, auch für 89 dann. Wäre ja nicht so teuer gewesen, wenn sie denn nicht sofort überall ausverkauft gewesen wäre. Naja, dein Verständnis für Magie muss fast so gut entwickelt sein wie meins. Ich habe doch gesagt, ich würde dir helfen, deinen magischen Begleiter zu füllen, oder hier. Entgiftung. Aha, Heilschädigung durch Gifte. Ja, Horatio, du bist mein Held? Ja, das war wirklich gemein. Und genau darum geht es ja. Ja, super. Großartig, danke, Tröpfchen. Du bist mein Held. So. Gut, gut. Was hat er denn vergessen? Aha. Ich reise als nächstes wohl irgendwo hin, wo eine steife Seebrise weht. Ach, dann wird er jetzt ja wahrscheinlich dann nach Laguna dödeln, wo wir den dann nochmal wieder treffen. Freue ich mich ja drauf, Horatio dann nochmal wieder zu sehen, der mich dann wahrscheinlich mit der nächsten Geschichte traktiert. Oh Mann. Naja, gut. Ich glaube, den haben wir ja nur zufällig letzte Folge hier entdeckt und wir wollten ja eigentlich zur Kolifin. Nein, ich wollte etwas Zurückhaltung von Abdullah. Mensch. Wo ist denn der Gute? Stand der da rum? Nein, der ist hier drin irgendwo. Okay, dann müssen wir doch nochmal hier rein. Waren wir ja richtig. Ich dachte, der steht noch draußen bei den Wachen, wo er die letzten Folgen gestanden ist. So, wo ist er denn? Ach, da vorne kniet er irgendwo. Dann machen wir das doch mal und leihen uns mal von Abdullah tatsächlich etwas Zurückhaltung. Boah, ich habe gerade irgendwie einen Schlangengang drauf. Irgendwie laufe ich ziemlich hektisch. So. Abdullah, ich brauche was von dir. Leih mir doch mal etwas Zurückhaltung. Ja. Haben wir gehört. Wer ist es? Ja, du bist es. Gib mir jetzt sofort deine Zurückhaltung.
Okay. Ja, tun muss er natürlich nichts, das haben wir ja schon oft genug gemacht, das muss ich jetzt ja nicht, glaube ich, nochmal vorlesen. Wie immer machen wir mal kurz Herz empfangen, dadurch kriegen wir Zurückhaltung. Ich glaube, das erste Mal in diesem Spiel müsste dementsprechend auch in unserer Fiole einen neuen Platz freischalten. Bin ich ja mal gespannt. Da haben wir Zurückhaltung. Ja, also nicht ganz falsch. Schick, alles erledigt. Schon vorbei? Ja. Jetzt kann ich dir das dann mal einflößen. So, okay, Achso, ja, genau. So. Köstlicher Käse. Berge köstlicher Käse. Ja, mampf, mampf, mampf. Nom, nom, nom. So. Herz schenken. Und mal ein wenig Zurückhaltung hier, bitte, werte Katzendame. Sonst platzt du uns hier noch weg wie der dicke Pit. Muss ja auch nicht sein. Wer soll das denn wieder aufwischen? Die ganze Sauerei. Ja, broken hearted, ich hab dich geheilt und jetzt. Your Majesty's ailing heart whole again. I pray that our beloved Caulifla's most generous appetite has now abated. Well, now we still wish to enjoy the finer things in life, of course. But we have come to feel that a measure of gastronomic restraint may serve to set a good example for our dear subjects. Your words are music to the ears of your people. Al-Mamun can return to its former magnificence. Indeed it can, and we are simply itching to return to our labors. Munificent Caulifla, should these humble servants not be rewarded for their services to Al-Mamun? Indeed they should. Boy, is there something you desire? Ja, ich hätte gerne den Freifahrtschein für mein Schiff hier mit Captain Jack Sparrow und so. Yes, Your Majesty. If it's not too much trouble. Well, what is it? We'd like to borrow your ship. Ship? A little floaty wooty. Yes, of course. But of course you may borrow it. It is of little use to us. We will write a letter to the captain, ordering him to help you in any way he can. You will? Gee. Thank you, Your Majesty. Tidy, the boat is in the bag. But why in the world would a dear little thing like you have need of our floaty-woaty? Yeah. So, ich erhalte einen Freibrief. Ja, ist ja schon mal nicht ganz falsch. Well, we asked you a question, did we not? Well, Go on, man. Okay. We need to find one of the great sages. The great sages? Yes, we are aware of them. Abul, we know of them, do we not? Indeed, most learned Caulifla. But little has been heard of such men since the magical arts fell from favor. Why do you seek the great sages, travelers? We need their help.
We need their power to defeat Shaddaa. What? Is something wrong? We are not unamused. But we can see that you speak in earnest. Very well. We will tell you what we know. You will? I can't wait to hear it. There were once four great sages. We understand that one of them was defeated by Shaddaa. Mom. Oh. But we know of one who did not perish. You do? Well. He lives in the land of Hamlin, a detestable and warlike realm. But he is a handsome young thing. We even keep a picture of him. A bull? Crikey, sounds like she's got a bit of a crush on the poor lad. Uh-huh. So this is one of the great sages, huh? That's a clue and a half, that is, Ollie boy. There's lucky. Ich erhalte ein Porträt. Now, before you take your leave, we shall teach you some magic to aid you on your journey. Really? You're a wizard too, Your Majesty. Well, not a fully fledged wizard, perhaps, but we royals all know a few select spells. King Tom undoubtedly has a trick or two up his own kingly sleeves. He sure does. He taught me some real neat magic. How quaint. We hope that you will find our own still neater. So, Naturnähe habe ich als Zauber erhalten. Was macht er denn? Spricht mit Pflanzen und Tieren. Aha. Ballast. Macht Gegenstände oder Personen schwerer. Ach du Scheiße. That's a cracker, that is. A real classic, like. It's your lucky day, Oliver. Yeah. May it serve you well. Do be careful out there now, won't you? Yes, Your Majesty. Thank you, Your Majesty. Gut, dann haben wir das ja erledigt und können quasi zurück zur Laguna, wo wir dann ja wahrscheinlich jetzt auf das Schiff können. Was mich gerade in diesem gesamten Gespräch ein wenig gewundert hat, positiv gewundert hat, dass es tatsächlich vertont war. Also es war ja nicht, wie üblich, sonst eine Filmzwischensequenz, sondern ich musste tatsächlich nach jedem Satz die X-Taste drücken. Und ja, aber sie war halt vertont und ich musste es nicht vorlesen. Das fand ich gut. Jetzt ist die Frage, warum haben sie es genau da gemacht und sonst in dem restlichen Spiel nicht? Also ich glaube, ich habe auch keinen Patch jetzt hier auf der PlayStation runtergeladen, der jetzt irgendwas aktiviert hätte, dass jetzt die Zwischensequenzen vertont sind oder so. Also keine Ahnung, warum sie es halt partiell gemacht haben und partiell nicht. Finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, wünschte mir, ich weiß ja nicht, ob es in Zukunft so ist, dass noch mehr Stücke wieder vertont sind, denn die Immersion ging doch wirklich ein bisschen, ohne die Audioausgabe, ein bisschen verloren, muss ich sagen, weil in den letzten Folgen waren ja wirklich wenig gesprochene Texte und gerade Drippy trägt halt sehr viel zur guten Stimmung bei. So, haben wir hier nochmal ein paar Gulden abgestaubt und wir machen uns dann auf den Weg nach Al-Kuwait. Nein, da sind wir nach Laguna, wollte ich sagen. Gucken, ob wir unterwegs vielleicht nochmal diese komischen Aussetzlinge finden, die mit diesen roten Turbanträgern angeblich öfters mal rumrennen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier die Turbanträger sind. Ah, die flüchten natürlich. Das ist nicht so schön. Kriege ich jetzt ja gar nicht mehr. Boah, sind die schnell. Gucken wir hier nochmal.
So, den haben wir. Mal gucken, ob hier jetzt ein Aussetzling dabei ist. Nee, Lumpenschirm und Funkenfakir. Das ist jetzt nicht das, was ich gesucht habe, aber wir machen einfach mal mit Wichti. Hier, Angriff. Kann der Gute immer auch noch ein bisschen leveln. So. Das geht ja, wie gesagt, hier in dem Gebiet mit den Mobs ganz easy. Mache ich jetzt, wie gesagt, einmal für immer, dass er noch ein bisschen nachleveln kann. Der müsste ja ein bisschen schneller leveln als tatsächlich Nashi. Weil Nashi halt tatsächlich ein PSN-Pet ist. Und die Standard-Pets anscheinend wirklich ein bisschen schneller leveln. Wie gesagt, warum... ich laufe hier schon wieder falsch rum. Warum sie das so eingeführt haben, weiß ich nicht. Lässt mich vermuten, dass tatsächlich die PSN-Pets irgendwann dann doch richtig gut werden. Aber dementsprechend halt langsamer leveln müssen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gucken wir da uns den Funkenfakir, glaube ich, nochmal an. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Aber der flüchtet, den werde ich wahrscheinlich wieder nicht kriegen. Ne, ist weg, im Boden verschwunden. Schade, gucken wir uns den hier nochmal an. Ja, der flüchtet auch. Na komm, hau ab. Na gut, dann, ach, da oben haben wir so eine Ente. Interessant, interessant. Da haben wir wieder so einen Blinke-Gegenstand. Der sieht uns. Ach, die sehen uns jetzt hier wieder alle. Da müssen wir ja tatsächlich ein paar Duelle, glaube ich, machen. Wobei ich insgesamt schneller bin als die. Geh weg! Ja, ich bin schneller. Das habe ich mir geholt, diesen Perk. Oder dieses Talent, dass ich über die Karten, dass ich schneller laufen kann. Ja, keine Ahnung. Aussetzlinge finde ich nicht. Machen wir hier mal das gestiefelte Kater-Duo. Oh. Das ist ein Duo, weil wir eigentlich geraten, aber es ist tatsächlich ein Duo, weil die halt sehr oft als Duo auftreten. Ja, und ich würde sagen, wir fangen tatsächlich nochmal mit Esther und Seppo an. Der wieder mit Traumschaum die Gegner mal abwaschen kann. Müsste jetzt ja eigentlich gut Schaden auf beide machen. Und die einfach wegbursten. Ja, hat ja geklappt. So, und Wichti macht jetzt einfach mal die letzte Katze. Ach nein, jetzt nimmt der Olli. Was ist denn das für ein Dödel? Der Computer ist manchmal richtig doof. Ey, jetzt verschwendet der wirklich hier noch Ressourcen, weil er Mini kämpft. Wie dumm. Mann, Mann, Mann. Also wie gesagt, den Computer, den spreche ich manchmal jegliche Kompetenzen ab. Aber egal, wir haben wieder ein paar Stufen auf Imba gemacht. Das war ja der Hauptgrund. So, und kriegen einen Mondtropfen. Imba hat Stufe 4 erreicht. Ja, hat aber leider noch keine neuen Tricks gelernt. Das dauert noch ein bisschen, bis er tatsächlich mal mitspielen kann. Aber gehen wir nach Laguna Beach, ziehen unsere Badehose, glaube ich, wieder an und unser Badehosendress. Und gucken doch mal, was jetzt hier passiert. Alles klar, eins nach dem anderen. Sagen wir dem Captain Bescheid, dass wir zurück sind, was? Müssten wir die Badesachen nicht anziehen, oder? Wirklich? Wie schade. Ich habe mich richtig daran gewöhnt. Ich kann es kaum erwarten, Captain Neumann klug den Freibrief zu geben. Aha, okay. Ja, gut, wie gesagt, gucken wir mal, wenn wir da sind, wenn wir den Weisen gefunden haben, wer ist er denn? Hä? Ey, der hat uns den Freibrief geklaut. Nein! Ach, der hat das Bild geklaut, nicht den Freibrief. Und den Freibrief doch auch. Oh Mann. Ja, hinterher. Wo ist er denn hin? Hier lang? Nein, da lang nicht. Also hier rüber. Und hier runter. Wo ist denn der Typ? Hier oben, da unten. Moment, muss mal gucken. Nee, unten rum. Also wir müssen hier rum und da runter. Und da wird er irgendwo sein. Ach, der ist hinten beim Captain. Ja, super. Aha. Ach, der will einfach jetzt auch hier weg. Was ist denn das für ein Vogel? Von wem redet er? Wahrscheinlich von dem Weisen. Weil der Typ ist echt komisch.
Voll der Dieb. Sieht irgendwie ziemlich abgewrackt aus. Na, gib mir mal lieber meinen Freibrief zurück. Warte, der Freibrief gehört dir? Ja, der gehört mir. So, und der hat ihn geklaut. So. Wer ist denn der? Komisch. Was ist denn jetzt kaputt? Oha, ich glaube, der explodiert. Der schwarze Nebel, der hat auch einen Albtraum. Oh oh, Kampf incoming! Jeepers! Goodness! Svens Albtraum, ohne jene Zurückhaltung. Ja, und bevor wir hier jetzt tatsächlich durchstarten, liebe Freunde, ich schaue nämlich auf die Uhr, machen wir einen Cut, haben einen schönen Cliffhanger und machen Svens Albtraum in der nächsten Folge von Ni no Kuni. Und ich sage, bis dahin.